Cyborg. Absolut bereit. Das System ist online. Ich verbinde. Flash, bist du bereit? Ja, bin soweit. Oh, Speed Force! Nice! Klar doch. Die Plattform sollte ihre Signaturen erkennen und sie zurückholen. Ich hab's, ich vibriere auf der richtigen Frequenz. Wie läuft's? Eindämmungsfeld oben, aber die Stufen schlagen aus. Oh shit. Naja, immerhin, jetzt ist er auch dort gelandet. Na wunderbar. Die Frage ist nur, in welcher geheimen Höhle wir sind. Oh, Lex. Gut, mehr muss ich nicht hören. Oh yes. Oh shit. Du sagtest, dieser Platz sei sicher. Beschäftige ihn weiter. Mit Vergnügen. Klar doch, kein Problem. Zack, zack, zack. Oh, nice. Muss ich mal mit dem umgehen können, Alter. Den mag ich nicht. Ich hab noch nie Cyborg mögen. So, ja, so schön und nett und so alles drum und dran, aber na, ich. Mit dem Typen werde ich nicht warm. Da mag ich lieber den Aquaman sogar mehr. Der hat für mich mehr Bedeutung, finde ich. Obwohl Aquaman jetzt nicht mal gerade mein Lieblingscharakter ist, aber ich glaube, von allen DC-Charakteren ist einfach Cyborg einfach nicht so meins. Also ich kann einfach nicht mit dem warm werden. Taugt mir einfach nicht. Da zeigt, oh, wie süß. Natürlich ist der BC auf Platz 1. Das ist doch klar. Und dann kommt die Flash, dann kommt der mit Superman, dann kommt der mit der Joker, dann kommt der mit der Deathstroke. Und dann jede Mini. Oh fuck. Und zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und nochmal. Kleine Duquele. Oh, ist jetzt stärker gewesen für eine kurze Zeit. Oh, wie süß. Alter, ein Greifhaken. Puh. Schön für ihn. Bringt ihm nichts. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, Slade. Da war Atom da ganz hinten. Die anderen Titans könnten das sehen. Was glaubst du, Cyborg? So wie Kleidungsfehlfunktion. Eindeutig. Besser. Zack, zack, zack. Das Grüne habe ich eh noch nie so wollen von dir. Zack, zack, zack. Aber dafür jetzt schön brav nachgemacht hat. Zack. Zack, 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 zack. Normalerweise, wenn man das vielleicht auf schwer spielen würde, könnte man das sicher so machen, umso mehr du Schaden abgekriegt hast, umso mehr zählt das dann auch für die nächste Runde, dass du bei diesem gleichen Schaden, was du abgekriegt hast, trotzdem weiterkämpfen musst in der Story, weil er kämpft ja gleich hintereinander gleich. Da ist er eigentlich mit ein bisschen Schaden und ein bisschen unterwegs. Ich frag mich nur, was bringt dir das jetzt? Du, also ob der hilft? Ja, aber... Jetzt hast du eh nur 33%, von den 33% hast du vielleicht nur 20 gekriegt oder so. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Power! Cyborg Power! So. Oh, wie süß. Oh, zack. Oh, zack, zack. Oh, gehen wir wieder eine nice Druckwelle. Nice. Okay, ja. Fusion, ne? Oder wie? Oder was? Kleidungsfehlfunktion. Rühren, Cyborg. Batman? Willkommen in Ausblechmann. Okay. Nicht dein Batman. Was hab ich verpasst? Das ist eine lange Geschichte. Er ging ein großes Risiko ein, indem er hierher kam. Wieso? Ich muss sie finden. Sofort.
Mir gleich bei diesem kleinen Splitter geschwächt, also mein Gott. Okay. Da hört ja gar nichts aus, der Superman. Wir stellen den Laser auf unsere Dimension ein. Und kommen mit Verstärkung zurück. Ich kann bestimmt. Wir haben keine Zeit. Vor 5 Jahren kamen bei einem tragischen Ereignis Millionen Menschen ums Leben. Seine Schuld an dieser Zerstörung trieb ihn in den Wahnsinn. Er wurde zu einem Boten des Chaos. Ein Feind des Friedens und der Sicherheit. Der Anführer des Aufstands wird für seine Verbrechen bezahlen. Oh, das gefällt mir nicht. Um 18 Uhr Ortszeit wird Batman auf Strikers Island hingerichtet. Möge der Bau seiner Seele gnädig sein. Hilfe zu holen ist jetzt nicht wichtig. Batmans Rettung hat absolute Priorität. Es ist eine Falle. Unbedingt. Ist es das. Dann sollten wir das ist auf alle Fälle. Gut, und wie? Mit dem Teleporter vom Wachturm. Strikers Island ist mit Teleportationsdämpfern geschützt. Aber sie schützen nur das Gebäude. Wir müssen Batman nur rausbekommen. Mitten durch die Steinmauer, da bin ich doch dabei. Wir brauchen eine Ablenkung, um Superman zu beschäftigen. Das übernehme ich. Ich mag den Teleporter. Ich kann am besten damit umgehen. Und? Ich kann sie infiltrieren. Ich helfe dir. Zusammen? Keine Chance. Der einzige Weg, um den Wachturm von der Erde aus zu betreten, ist die Halle der Gerechtigkeit. Und wenn deine Deckung auffliegt, brauchst du jemanden, der dich beschützt. Okay, na klar. Aber du wirst tun, was ich sage. Die Kommunikationsanlage müsste da drüben sein. Stell sie so ein, wie wir es besprochen haben. Ich hole die Teleporter-Zugriff-Codes. Das kriege ich schon hin. Wenn du fertig bist, vergewissere dich. Das ist nicht meine erste Mission. Ich kenne den Plan. Dann halt dich dran. Was auch immer uns mit unseren Gegenstücken verbindet, wir beide haben nichts gemeinsam. Ich kenne deine Geschichte. Du hast versucht, die Titans dieser Welt zu töten. Nur ein paar Mal. Dann erwarte von mir aber keine Nettigkeiten. Oh, Jesse, nur ein paar Mal. Nur ein paar Mal. Richtig geil, Leute. So, jetzt wird sicher dann gleich der erste nächste Bus kommen. Und dann haben wir denn da. Catwoman. Servus, Kirsti. Hey, Victor. Hey. Fühlst du dich nicht gut? Nein, alles bestens. Es bleibt aber bei heute Nacht. Tut mir leid, geht nicht. Neue Befehle. Seit wann spielt das bei dir eine Rolle? Ja, wir hatten wilde Zeiten. Nein, hatten wir nicht. Oh shit. Du bist einer von ihnen. Ah, Mist. Tja, mal sehen. Wo denn deine Peitsche ist, würde ich sagen. Oh, da haben wir gleich mal ein paar Robin-Anzüge hier. Wird das dich verwandeln? So, zack, 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 zack. Ich bin der Robin, servus, Gäste. So. Oh, da haben wir ja noch so ein paar einige hier. Vielleicht von The Justice of America? What? Also so ganz rechts, den kleinen Herr hier, der mit ein bisschen mit der Zukunft herumspielt. Zum Beispiel Smallville-mäßig, hat er eine kleine wichtige Rolle in der letzten Zeit gespielt gehabt, in der 10. dann. Zack, 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 zack. Hat den Namen, also weiß ich jetzt nicht mehr, schade. Ja, aber das eine Kostüm schon so richtig Robin-mäßig aus. Nur für Erwachsene. Und der linke, das ist eine, irgendwie so Watchman-mäßig, der ganz linke. Und der rechte, ja, würde ich auch sagen, Watchman wegen der Maske oder so, aber man erkennt das nicht so gut. Hier geht's gleich richtig ab. Pass auf, sonst kriegst du gleich ein blaues Auge. Und das Gesicht wird zerkratzt. Muss mir ein bisschen aufpassen. Zack, zack, zack. Zack, komm, 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 komm. Yes. Yes. Oh man, hoffentlich war es dann auch schon wieder mit ihrem Charakter. Ich würde gerne ein bisschen chilliger kämpfen können. Ich bin immer noch eingeschaltet. Und ich bin wie mir nur hier. Querschnittsgelähmt oder wie? Cyborg ruft Wonder Woman. Ich habe ein Duplikat von mir. Oh. Verstärkung ist unterwegs.
Wonder Woman Ende. Nimm's mir nicht übel, ich hacke nur super. Dein neuronales Netz. Wollt ihr euch nicht lieber beklopfen, als wir jetzt dann hacken und so? Okay. Komm schon, das muss ein bisschen schneller gehen. Und das sind beide gleichzeitig lahmgelegt. Im Ernst, die Männer. Okay, Seite gewechselt oder wie? Zack, zack, zack. Und dann komme ich ja wieder mit dem gleichen Charakter, der Scheiße. Das ist Arsch. Zack. Und dann, wenn er auch noch die Fähigkeiten hat und wir benutzen sie nicht mehr so gescheit wie er. Das macht mich ein bisschen traurig. Zack. Alter, jetzt habe ich mir gedacht, für kurze Zeit, wirklich der richtige Anfang wie von Indiana Jones. Und dann war es zu Ende. Zack, 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 nice. Oh, komm schon, hier ist meine Verteidigung an der Welt. Zack, zack, zack. Na, no, wie taugt das? Jetzt muss ich mir die gleiche Fähigkeit. Und, up, oh. Verbrennungsmotor aktiviert? Fuck. Also ich glaube, da hat jemand mehr einstecken müssen. Ein bisschen was, wenigstens. Booyah, so, zack, zack, zack. Und zack, zack. Kick, kick in deine Fresse. Geschlagen. So sehe ich nicht gerade gut. Zerfickt. Du warst als Erster da. Noch ein Auftrag verloren. Das hier war was Persönliches. Für dich ist doch gar nichts persönlich. Er machte es zu etwas Persönlichem, als er mich folterte. Okay.